bin Janis Steinert. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich bin aktuell Schüler am Gymnasium und mache mein Abitur. In der DLRG bin ich seit 2014 und habe dort meinen Rettungsschwimmer erst in Bronze und dann später auch in Silber gemacht. Ich bin mit 16 Jahren das erste Mal an die Küste zum Wasserrettungsdienst gefahren und habe dort dann auch relativ schnell den Bootsdienst für mich entdeckt. Bin also mittlerweile in der Bootsführerausbildung und seit 2019 auch Teil der IRB-Besatzung am Strand von Prerow. Ein IRB, nämlich ein Inflatable Rescue Boat, braucht man insbesondere an der Küste, weil es das ideale Einsatzmittel ist. Leicht, wendig und vor allen Dingen auch schnell. Dieses Boot kann man zu zweit recht zügig ins Wasser schieben und dann eben auch durch die Wellen peitschen. Und man ist binnen 90 Sekunden mit dem Patienten, das heißt in der Regel sogar unter den 90 Sekunden, wieder an Land und kann dort sofort diesen Patienten dem Rettungsdienst übergeben zur weiteren Behandlung, beispielsweise Reanimation. Also die Trainingszeit für die Bootsführer eines IRB, die ist schon recht lang. Man muss natürlich zunächst einmal die Grundausbildung in der Bootsführung hinter sich bringen. Etliche Wochenenden gehören dazu und so etwas wird natürlich auch alles ehrenamtlich geleistet. Und dann gibt es die spezielle Ausbildung für das IRB. In der Regel wird das bei der heimischen Ortsgruppe, also bei der örtlichen DLRG-Gliederung vorgenommen, beziehungsweise wenn dann die Rettungsschwimmer auf Wache sind an der Küste, wird auch dort täglich trainiert, bestimmt 30 Minuten wenigstens am Tag. Der Bootsführer eines IRB hat natürlich als erstes die Aufgabe, das Boot zu führen. Und insbesondere natürlich im Einsatz, und dazu gehört eine Menge Übung und Training. Das zweite ist, er hat den Funkkontakt zur Einsatzzentrale. Er ist verantwortlich natürlich für seinen Bootsgasten, für den Rettungsschwimmer, den er bei sich führt. Und er ist natürlich auch verantwortlich für das Boot als solches. Ein IRB ist recht kostspielig. So wie es jetzt hier beispielsweise steht mit Trailer, kostet es in der Regel schon um die 12.500 bis 13.000 Euro, also inklusive Motor und auch Propellerschutz und auch das entsprechende Rettungsmittel oder die entsprechenden Rettungsmittel, die an Bord gehören. Zusätzlich kommt noch die persönliche Schutzausrüstung der beiden Bootsgasten bzw. Bootsführer. Die kostet pro Person in etwa 500 Euro, kommen also nochmal 1.000 Euro obendrauf. Also um und bei kostet ein komplett ausgerüstetes IRB 15.000 Euro. Und dieses Geld, das brauchen wir von Ihnen. Unterstützen Sie, unterstützt ihr uns bei der Rettung mit eurer Spende, damit wir ein solches IRB für unsere Einsatzbereitschaft an den Küsten, an den Seen beschaffen können.